So, liebe Leute, und somit willkommen zurück hier zu Let's Play Dying Light The Following im DLC. Ich habe hier den geheimen Ort gefunden. Es war einfach nur eine Leiter, die nach oben ging. Habe ich wohl übersehen. Und hier ist noch so ein Überlebender, der wahrscheinlich mit uns reden will noch, ne? Der Marwan. Hören Sie sich meine Story an, Mister. Ich bin ganz Ohr. Es ist eine Story über Stolz, Vorurteile, Krieg und Frieden. Sie beginnt in den alten Tagen, als die Leute noch ehrlich und aufrichtig waren. Und als es noch kein... Oh, Scheiße. Okay, ich dachte gerade, er verwandelt sich oder so. Aber der gute Herr hat wahrscheinlich zu viel getrunken einfach. Okay, gut. Ja, was ist unsere heutige Aufgabe? Natürlich zur Tankstelle gehen, ja. Unsere Hauptaufgabe gerade, Fremder in einem fremden Land natürlich. Versuchen sie den Einheimischen zu helfen. Gehört natürlich eigentlich einigermaßen dazu. Denn wir müssen erstmal hier die Nebenquest natürlich machen. Und die ist, wie wir wissen, am A der Welt. Und zwar ganz da hinten. Wobei, ne? Müssen wir eigentlich auch erstmal die anderen da machen. Weil das ja quasi dann eine Hilfe für die Einheimischen ist, ne? Ich nehme einfach das Ganze alles mir mal an. Meine alte Dame drängt mich, das hier zu posten. Sie sagt, beim Brunnen in der Nähe des Altars vor der Stadt ist entweder eine rollige Katze oder ein weinendes, krankes Kind. Ich habe ihr gesagt, dass es ein Dämon ist, aber sie meint, jemand sollte nachsehen. Wenn es ein Kind ist, können wir ihm helfen. Wenn es eine Katze ist, haben wir eine Katze mehr. Sag mir Bescheid, wenn jemand zum Altar geht, dann gehe ich mit und sehe nach. Nehme ich mal mit. So, Brüder und Schwestern. Oh, warte, wir machen eins nach dem anderen am besten, oder? Vermisste Personen. Achso, das haben wir jetzt schon angenommen, instant, oder was? Das kann ich nicht mal vorlesen. Das ist echt lächerlich ein bisschen. Wo ist denn diese liebe Katze? Ach, da unten. Wisst ihr was, wir nehmen alles an, weil da können wir alles ein bisschen abgrasen. Leute, die Gesichtslosen haben uns ein neues Schattenjägernest genannt. Wenn ihr am Leben bleiben wollt, geht nicht in die Nähe von Old Glummy Ridge. Oder Ridg. Macht einfach einen Bogen darum und nehmt andere Wege. Und wenn ich sage, halt euch fern, dann meine ich das auch so. Ja, siehe. Okay. Schattenjäger-Nester. Nester sind Brutstätten der Schattenjäger und auf dem Land wimmelt es von ihnen. Wenn sie sie zerstören, verkleinern sie die Schattenjäger-Population und machen die Nächte sowohl für sich selbst als auch für die Einheimischen sicherer. Aber Vorsicht! Tagsüber sind die Nester voller Schattenjäger. Sie sollten sie also lieber nachts angreifen. Okay. Demet und Belkid wollten nachsehen gehen, ob es in Oasis noch etwas Brauchbares gibt. Das war sehr tapfer von ihnen, aber auch sehr dumm. Und wir können hier keine Dummheiten akzeptieren. Wir können sie uns nicht leisten. Wer auch immer ihnen gesagt hat, das sei eine gute Idee, soll sich zum Teufel scheren. Ich hoffe, dass die gnädige Mutter über sie wachen wird. Sollte jemand von ihnen hören, dann gib mir bitte sofort Bescheid. Alles klar, vermisste Person erhalten. Ja, super. Dann würde ich sagen, gucken wir uns doch mal auf der Karte an. Also das Schattenjägernest, ganz im Ernst, das mache ich dann irgendwann, wenn wir ein bisschen fortgeschrittener sind. Das ist das Schattenjägernest. Ach du Scheiße, ey. Schattenjäger, Alter, das sind ja voll viele Nester, ey. Na, mein lieber Scholli, da haben wir einiges zu tun, ne? Na, hier ist auch eine vermisste Person. Okay, verstehe. Aber eigentlich, wenn ich das so betrachte, ne? Müssen wir eigentlich zuerst zur Tankstelle. Also da bleibt uns sogar gar nichts anderes übrig. Da würde ich sagen, gehen wir da zu Fuß hin? Wie weit ist denn das normal hier? Ne, ist schon ein Stück. Ja, wo es geht, so weit ist es. Ja, aber ich nehme trotzdem mein Fahrzeug. Denn tagsüber kann uns eigentlich nicht so viel passieren. Ich will einfach wieder, wenn die Nacht halt einbricht, dann wieder hier im Lager sein. Und anscheinend ist unser Auto ein bisschen damaged. Kann man das hier irgendwie reparieren? Ich weiß halt nicht, wie man das jetzt reparieren soll, ne? Und wir müssen auch tanken, fällt mir gerade auf, bald. Oh Gott, das sind alles so Dinge, die ich noch gar nicht weiß, wie das funktioniert, ne?
Na egal. Wir fahren mal zur Tankstelle und gucken, was da abgeht. Wir sollten aber das vielleicht mal als Hauptquest so annehmen. Ist es das? Seltsame Geräusche? Gehen Sie mit. Nein, 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 das ist hier der Mechaniker, genau. Okay. Gut. Einfach aufpassen, dass unser Fahrzeug jetzt nicht irgendwie kaputt geht. Weil sonst haben wir ein dezentes kleines Problem. Bitte was? Was ist los? Alter, was ist denn... What the fuck ist denn hier los, Alter? Krasse Scheiße. Da oben ist was, ne? Hochsitz gesichtet. Ach so. Alter, wie es hier aussieht, ne? Und diese Vogelscheuchen auf dem Fels ist auch irgendwie eine Errungenschaft, habe ich gelesen. Aber das ist jetzt nicht so wirklich so mein Ding, ne? So die Vogelscheuchen jetzt hinterher zu jagen. Da oben macht einer Hilfe, oder wie? Oh, shit. Okay, das habe ich jetzt nicht gesehen. Fuck. Da war ich zu sehr auf den Straßenverkehr fixiert. Okay, da oben ist... Oh, shit, Alter. Da war ein bisschen ein kleineres, also ein größeres Problem jetzt auch, ne? Wie viele sind das? Ja, komm, machen wir locker hier. Ich habe, by the way, offscreen ein bisschen... LOL! Ein bisschen gelevelt, beziehungsweise eine Stufe gemacht, eine Kraftstufe, weil ich nicht immer sterben wollte. So, den jungen Mann haben wir gerettet hier, ne? Und, geht's dir gut? Solange es so viele sind, kann ich nichts machen. Ja, gut. Cool! Alle im gleichen Boot. Errungenschaft freigeschaltet. Und ein bisschen Alkohol hier am Start natürlich. Bitte nehmen Sie das. Sie haben mir das Leben gerettet. Kein Problem, Guter. Aber wir müssen jetzt auch schon weiter. Ich habe keinen Bock, dass es hier dunkel wird, ne? Weil dann haben wir echt ein dezentes, großes fucking Problem, ey. Dann haben wir echt die Kacke am... Dann ist hier echt die Kacke am Dampfen, ne? So, die Kacke nehmen wir natürlich mit. Leben habe ich jetzt zum Glück keins mehr verloren. Ja, das Auto... Das Polizeiauto könnten wir eigentlich auch noch kurz knacken, wenn wir jetzt schon mal hier sind, ne, Leute? Oh. Nee, machen wir ein andermal. Hat sich dann auch erledigt. Vor wenn dieser Gastyp da... Was ist denn jetzt los? Benzinspann. Zum Fahren benötigte Buggy Benzin. Die Benzinanzeige sehen Sie im HUD. Behalten Sie ihn immer im Auge. Wenn das Benzin zur Neige geht, finden Sie Nachschub im verlassenen Fahrzeug und an Tankstellen, um den Buggy aufzutanken. Interagieren Sie mit dem Benzintank. Okay. Verstehe. Aber wir gehen ja sowieso zur Tankstelle jetzt. Wenn der Weg auch sehr steinig und holprig ist hier, aber hey. Das machen wir schon irgendwie, ne? Die Dame nehmen wir hier mit. Ich bin ein bisschen der Erkundschaft in diesem Spiel, das ist mein Lieblingsspiel. Was ist denn das? Kann man das hier freischalten oder so? Sie haben nicht verteilte Fähigkeitspunkte. Alles klar. Neue Wendigkeit erhalten. Ja, wunderbar. Es läuft ja wie geschmiert heute. Kann man ja gar nicht klagen. So, ab zur Tankstelle. Jetzt genug Zeit verplempert. Aber man soll sich auch ein bisschen umschauen, ne? Ist ja nicht so, dass es einfach so ein DLC ist. Nö, es ist schon ein geiles Spiel. Und wir sollten hier ein bisschen aufpassen. Hier ist ein bisschen dichter im Wald, ne? Das macht mir ein bisschen Sorgen, muss ich ehrlich zugeben gerade. Ja, ich habe nicht mehr viel Benzin, ich weiß. Lol, okay. Jetzt müssen wir hier rein, oder wie ist das? Friend, my friend? Wo ist denn der Gute? Hier geht auf jeden Fall drin die Party ab, wie es aussieht. Ah, hier kann man rüber, okay. Wir sind alle friendly hier, ne? Es sind jetzt keine Bandits oder so. Hallo?
Entschuldigung, gehört dieser Laden hier? Nein, nein, nein. Hey, Nuri, alles in Ordnung. Hier bitte. Ich bin Bilal, das ist mein Bruder, Nuri. Kyle Crane. Freut mich, dass, oh, sorry. Was kann ich für dich tun, Kyle? Ich habe gehört, dass die Einheimischen hier und da Hilfe gebrauchen könnten. Ja, Sia hat gesagt, dass du kommen würdest. Ich habe schon viel von dir gehört. Sieh mal, ich versuche nur, den Leuten in der Stadt zu helfen. Du hilfst den Infizierten. Mir musst du das nicht erklären. Ich verstehe das. Mein Bruder wurde vor 2 Monaten gebissen. Vor 2 Monaten? Und er hat sich nicht verwandelt? Ich konnte es auch nicht glauben, aber er ist immer noch der, der er immer war, im Gegensatz zu diesem Wrack. Schau nur mal auf die Pinnwand da vorn. Ja, sie hat nicht gelogen. Wir brauchen jede Menge Hilfe. Ich muss gestehen, ich bin neidisch auf deinen Wagen. Hab schon lange kein funktionierendes Auto mehr gesehen. Vorschlag, wenn du ihn von Zeit zu Zeit herbringst und mich einen Blick drauf werfen lässt, werde ich ihn etwas tunen und noch ein bisschen pimpen. Das ist doch ein Deal, oder? Wenn du wirklich hilfreich sein willst, solltest du gut drauf aufpassen. Ich bin kein Mechaniker. Dann ist es gut, dass wir miteinander reden. Ich hab da was für dich. Es wird eine lange Fahrt, aber ich verwette meine linke Hand, dass es sich lohnt. Auf einem Highway steht ein verlassener Silas Truck. Check ihn kurz durch und wenn du nützliche Ersatzteile findest, bringst du sie mir. Okay. Ja. Machen wir, ne? Belohnung, Lackierung. Kann man das jetzt schon... Ah, wir haben schon was bekommen. Okay. Ja gut, machen wir, ne? Mach ich mal hier. Gut. Haben wir angenommen. Kann man hier auch schlafen und so? Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. What the hell, ey. So, wir schauen uns ein bisschen... Scheiße. Der Strom muss weg sein. Wir arbeiten an dem Problem. Willst du uns dabei helfen? Ja, können wir auch machen. Alles klar. Wir haben ja einiges zu tun hier. Balil im Kraftwerk befragen. Ja, herzlichen Glückwunsch, ey. So, hier gibt's noch einiges zum Mitnehmen, glaube ich, ne? Ah, Fahrzeug zurückholen kann man hier. Ah, bin bisschen in Geierlaune hier gerade. Und hier gibt's noch 100.000 andere Sachen. Vermisste Personen. Ja. Ich wünschte, wir würden in glücklicheren Zeiten leben. Freunde und ich wünschte, ich könnte einen Witz reißen. Dass Emre eine Party gesprengt hat, wie er es früher so oft getan hat und jetzt irgendwo seinen Rausch ausschläft. Aber Emre ist verschwunden. Ich glaube, er sagt, wir sollten uns die Pizzabude am Strand genauer ansehen. Als ich das letzte Mal dort war, war die Umgebung relativ sicher. Vielleicht ist er also dort und es geht ihm gut, Bilal. Oh, die ganzen Leute müssen wir noch finden. Ey, what the hell? Was die alles tun müssen noch, ne? Erinnert ihr euch, dass Bari und Ekrem als schwach und faul bezeichnet wurden? Ich schätze, sie waren das Leid. Ich hörte sie darüber sprechen, die Hangars in der Nähe des Kornspeichers zu plündern. Ich habe versucht, ihnen klarzumachen, dass das Gegenteil von schwach und faul nicht dumm und tot ist. Aber sie wollten nicht auf mich hören. Und jetzt kann ich sie per Funk nicht erreichen. Sollte jemand dorthin gehen, halten Sie bitte Ausschau nach ihnen, Bilal. Okay, machen wir. Passt auf euer Vorratskammern auf, Freunde. Diese verdammten Monster besudeln nicht nur die Gräber unserer Liebsten. Nein, jetzt haben sie auch eine Vorliebe für unsere Konservendosen entwickelt. Arda hat eine dieser Kreaturen in der Nähe der Höhle am Strand gesehen. Vielleicht sollte man sich dort mal umsehen. Ich weiß, dass es riskant ist, aber heutzutage sind Konserven nun mal Mangelware. Bilal, nehmen wir mit. Gläubige, wir haben euch kürzlich Karten zukommen lassen, auf denen die Brutplätze der Schattenjäger verzeichnet sind. Ihr müsst noch eine Position hinzufügen, die Höhle an den Klippen in der Nähe des Altars. Die Höhle ist das nächste und neueste Nest und darum auch das gefährlichste. Haltet euch um jeden Preis davon fern. Okay, understand. Alles klar. Ja, gibt's hier noch was? Hier gibt's doch so ein... Ach, Nachfrage nach... Gehen. Ah, okay, alles klar. Was? Nachfragen nachgehen? Was genau muss ich machen? Bring zuerst diese Sicherung zu Ali. Er ist am Kraftwerk. Ohne sie kann er nichts machen. Sobald er die Sicherung hat, kriegen wir wieder Strom. Das heißt, wenn er vorher keinen gewischt kriegt. Er meint ja, Sicherheitsmaßnahmen seien was für Weicheier. Ich habe mal gesehen, wie ein Typ versucht hat, eine kaputte Glühbirne mit einem Schraubenzieher aus der Fassung zu brechen, während der Strom an war. Ja, klingt nach Ali. Er meint es aber gut. Also, hör mir zu. 2 Dinge stehen auf deinem Plan. Nummer 1, wie gesagt, bring ihm die Sicherung. Nummer 2,
Wir brauchen eine funktionierende Isolierung. Sonst knallt die Sicherung durch, sobald er den Schalter drückt. Er meint, die Alten halten noch. Aber ich bezweifle das. Alles klar. Okay, so, ja, gut, haben wir ja einiges zu tun, Leute. Ich muss mich ja ein bisschen gerade mal organisieren. Ich schaue mich aber natürlich gerne erstmal noch um hier, was die Leute hier zu sagen haben. Wahrscheinlich nichts. Du siehst mir noch ein bisschen kräftiger aus. Kannst bestimmt mitkommen hier, ne? Ich muss hier nicht immer allein machen hier. Und hier drin können wir uns ausruhen sogar. Guck mal, da schläft schon einer. Ein Spieleversteck haben wir auch. Haben wir noch gar nicht reingeguckt. Da können wir wahrscheinlich einfach die Outfits haben wir hier. Ah, cool, cool, cool. Ach, so sehen wir also aus jetzt, ne? Sehr schön, gefällt mir. Können wir auch erstmal so bleiben, bis wir was Neues freigeschaltet haben. Was mir natürlich noch besser gefällt als das jetzige Outfit. Ja. Gut, Leute. Eieieiei, da haben wir einiges zu tun hier. Ich guck mal auf der Mabby. Mabby. Okay. Hier ist eine vermisste Person. Ist eigentlich ganz in der Nähe. Ein Hochsitz haben wir da auch noch. Hier das Geräusch mit der Katze. Okay, das ist das mit dem, mit dem Lebensmitteln. Boah, mein lieber Scholli, Alter. Das ist ja echt gerade Überleben, da ist da unten. Aber wo ist jetzt, das Strom? Ach, das Strom ist da. Aha, okay, ist gar nicht so weit weg, ne? Ach, das ist der. Ach, das ist der Truck da. Ach so, das ist die. Ach so, okay. Würde ich mal sagen, gehen wir da noch kurz hin. Ich weiß halt jetzt nicht, Benzin, ne? Kann man hier was abzapfen? Was ist denn hier los, Alter? Kann man hier was abzapfen oder so? Flasche. Ah ja, Hammer, geil, Alter. Können wir erstmal unseren Wagen betanken irgendwie? Die Frage ist nur, wie geht das geht, ne? Ich weiß es gerade gar nicht. Wahrscheinlich unter. Wir haben ja sowieso noch eine Fahrerstufe, ne? Okay, Upgrades für den Buggy. Ja gut, dann müssen wir erstmal den ersten. Ach so, guck mal. Aha. Dann können wir erstmal Stufe 1 Sachen bauen. Und eine Wendigkeit haben wir auch noch freigeschaltet. Die Frage ist nur, was machen wir? Heilung. Jeder, wie fit sie werden, desto mehr Gesundheit können sie regenerieren. Das ist auch ganz geil. Das ist nicht so meins. Schlagen sie Feinde mit einem Dropkick im Rennen nieder. Drücken sie während dem Rennen zum Springen Leertaste und drücken sie dann. Ja, das ist eigentlich ganz geil. Parkour-Beherrschung. Verbessern sie im Parkour. Sie können länger rennen, schneller klettern. Erhöhen schneller ihre Wendigkeit und erhalten Zugang zu neuen Lauffähigkeiten. Ich mache das hier erstmal. Wir brauchen ein bisschen mehr Ausdauer generell. Das ist doch eigentlich ganz genehm. So, wie machen wir jetzt eigentlich hier. Wie können wir denn jetzt hier. Weißt du? Wie können wir jetzt hier das Ding hier reparieren? Das weiß ich halt nicht. Ja, treten können wir es natürlich schon, ne? So, wir haben doch eine. Warte, was haben wir denn hier? Wir haben doch hier irgendwo, ne? Wo ist denn das? Flasche Benzin? Was hat er nicht gesagt? Am Tankdeck? Ah! Sehr schön. Okay, der ist wieder aufgetankt. Na gut, dann gehen wir den selben Weg zurück, wo wir hergekommen sind. Und gucken mal nach, wieso der Strom da wieder so behindert. Also, was heißt behindert? Wieso der Strom mal wieder rumspackt. Und müssen natürlich das Isolierungsteil noch mitnehmen. So. Das ist aber hier in der Nähe schon, ne? Egal, ich lasse mich mal überraschen. Oh, shit. Oh, shit. Okay. Oh, Achtung. Ganz langsam hier natürlich. Am Start. Jetzt müssen wir links irgendwie rüber, ne? Ach, hier ist diese. Ja. Ach, hier ist die Isolierung. Na, herzlichen Glückwunsch. Oh, es sind gerade ein bisschen viele, ne? Ah, das ist so ein Spucker, ne? Müssen wir aufpassen. So. Ist ein bisschen weiter weg vom Schlag jetzt. Okay, da oben müssen wir hin. Sehe ich das richtig? Ja.
Alles klar. So einen Wurfhaken haben wir beide nicht, ne? Erstmal so am Rande. Okay, wir müssen da echt hochklettern, ne? Es ist echt unfassbar, was wir alles machen müssen. Oh nein. Alter. Alles safe, alles safe. Müssen wir einfach langsamer da hochgehen, dann sehen wir auch die Lücke hier. Alter, halt dich doch fest. Was ist denn los mit... Alter! Oh. Okay, wir drücken uns aber lieber noch ein Medikit. Denn man weiß ja nie. Wie kommen wir jetzt denn weiter da hoch am besten? Ich hasse ja so Rätsel mit dem Springen, ey. Das ist nicht meins, ne? Das wird nix. Außenrum. Gott, das war gerade mega knapp. Wie kommen wir denn? Da ist ein Seil, ne? Nee, das ist... Fuck, Alter. Müssen wir... Ah, wir müssen von der Brücke, ne? Ja, wir müssen von der Brücke wahrscheinlich. Ich versuche mein Glück einfach mal. Kommen wir überhaupt darüber? Wahrscheinlich, ja. Wird wahrscheinlich möglich sein, ne? Aber so da hoch kommen wir nicht ohne Hilfe. Kommen wir hier überhaupt hoch? Also ich weiß ja nicht, ob das ganze Open World ist, ja? Ja, doch, ist es natürlich. Aber man muss natürlich schon gucken, wo man überall hochkommt und wo nicht, ne? Alter, Militärzombies, ja, GG, ey. Oh, hier ist alles voll, hier ist alles voll. Wir sollen uns also hier ein bisschen beeilen. Ja, mach ein bisschen langsamer jetzt bitte. So, dann noch darüber. Okay, easy. Es ist ja alles Safe Call bis jetzt. Oh, 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 war knapp, aber es geht. Ah, warte mal, das ist doch der Truck hier noch, ne? Sieh mal einen an. Shit, sorry, ich wusste nicht, dass jemand hier ist. Was du nicht sagst, du mieser kleiner Dieb. Beruhig dich, es ist nicht, was du denkst. Ich war nur auf der Suche nach Ersatzteilen für meinen Wagen. Ich wollte nichts stehlen. Wenn du Ersatzteile brauchst, kannst du gerne welche kaufen. Jacob Graves ist mein Name. Kyle Crane. Angenehm, Kyle Crane. Und jetzt hör zu. Diese Ersatzteile gehören mir. Wenn du welche willst, verkaufe ich dir welche. Aber für lau gibt's hier nichts. Ah, verstanden. Na, alles klar. Dann müssen wir die ein bisschen einkaufen, ne? Sicherheitszone freigeschaltet. Wunderbar. Kann man denn hier auch pennen und so? Wahrscheinlich nicht. Gut. Ich meine, wo kann man auch schon pennen? Doch, wer kann hier pennen, oder? Im Wohnwagen, ist es denn ernst? Man kann hier tatsächlich pennen. Dann würde ich sagen, haben wir das auch gemacht. Und wir sehen uns in der nächsten Folge bei Let's Play Dying Light The Following, Leute. Danke fürs Zugucken. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Was macht der denn? Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Und wir holen natürlich in der nächsten Folge dann die Isolierung da vom Turm irgendwie. Gucken, wie das geht. Und gucken natürlich beim Händler noch vorbei. Ne? Also bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute. Ciao.